Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Sims 3 Hausbau-Video. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das ankündige in letzter Zeit, ist sehr viel Zeit seit dem letzten Mal vergangen. Aber jetzt in nächster Zeit sollte wieder mehr kommen. Sage ich das nicht auch jedes Mal? Keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wiederhole mich ständig. Aber ich meine es diesmal ernst, tatsächlich. Ich sollte in nächster Zeit sehr viel mehr Zeit haben. Ich habe jetzt auch schon das Video für nächste Woche geschnitten. Also nächsten Samstag gibt es auch ein Hausbau-Video, dann in Sims 4. Und das hier, was ich euch heute vorstelle, ist zweiteilig, wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet. Es geht hier um eine Feuerwache, die wir auf den Amimi-Inseln bauen. Und auf den Inseln habe ich ja schon mal was gebaut, und zwar diesen Festival-Pier, den ich euch vor einer ganzen Weile gezeigt habe. Und jetzt als zweites eben eine Feuerwache. Denn die Insel braucht noch einige Gemeinschaftsgrundstücke und ich baue irgendwie sehr gerne Feuerwachen und außerdem wollte ich die Herausforderung annehmen, auf einem Hanggrundstück eine Feuerwache zu bauen, denn die Feuerwache braucht viel Platz, vor allem das Feuerwehrauto braucht sehr viel Platz und wir arbeiten hier nämlich auch gerade an der Garage, wo das drin stehen soll. Und ihr seht schon, wie groß die Grundfläche dafür sein muss und wir haben aber eigentlich gar nicht viel Grundfläche. Der Großteil des Grundstücks hier ist in einem sehr, sehr steilen Hang gelegen und dementsprechend ist das eine Herausforderung gewesen, da genug Platz zu finden, um halt eben alles zu platzieren, wobei ich sagen muss, eigentlich war es am Ende ziemlich viel Platz und ich habe mich da ein bisschen drin verfahren, ganz am Rand dieser Garage zu bauen, denn ich hätte mit ein bisschen mehr Platz schon besser klarkommen können. Also wäre schon cool gewesen, weil dann am Ende an der Seite alles ein bisschen knapp wurde. Das war doch eher ein bisschen ungünstig, hätte ich doch lieber gern ein bisschen mehr Platz gehabt, aber es sieht am Ende doch ganz okay aus und kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein Haus baut, nicht ganz am Rand anfangen, sondern vielleicht doch eher so ein bisschen mittiger. Ich weiß auch nicht, ich dachte mir so, oh, da habe ich keinen Platz mehr und dann baue ich lieber hier ganz vorne und war keine gute Idee. Naja, aber wie gesagt, am Ende gefällt mir das Grundstück doch sehr gut und ich hoffe auch, dass es relativ gut in die Amimi-Inseln selbst reinpasst, denn diese Inseln hier sind sehr farbenfroh, sehr tropisch auch und ich wollte halt, dass die Feuerwache hier sehr gut reinpasst. Darauf habe ich versucht zu achten, dass das einigermaßen gut aussieht und sich gut zum Inselstil da einfügt, was bei einer Feuerwache ein bisschen schwierig ist, aber das werdet ihr in später noch ein bisschen besser sehen. Wir haben also nicht nur eine Garage, an der ich so ein bisschen gearbeitet habe, sondern auch hier einen großen Feuerwehrturm, damit man natürlich auch von oben aus sehen kann, wo ein Feuer brennt oder andere Probleme sind, wo man vielleicht zur Hilfe eilen muss. Abgesehen von den Feueralarmen, die da natürlich immer angehen, aber ne, nicht immer kann man da direkt zur Hilfe eilen oder kann halt irgendwie die Feuerwehr alarmieren. Manchmal muss die Feuerwehr das auch selbst sehen und dafür ist der Feuerwehrturm hier da. Den mache ich später noch ein bisschen größer, weil, naja, je höher, desto besser. Und ich hatte nämlich auch zwischendrin dann mal einem Freund gezeigt, was ich da bisher gebaut habe und der meinte dann, ja, sieht gut aus, aber ich würde den Turm noch ein bisschen höher machen und deswegen habe ich den dann nochmal eine Etage höher gemacht später, aber ja, das ist dann so das Grundkonzept. Wir haben also zum einen hier eben hier die Garage und ihr seht jetzt hier, das ist das Auffahrtding sie für das Feuerwehrauto und ihr seht, wie groß das ist. Das heißt, wir brauchen noch mehr Platz dafür, damit das da einigermaßen reinpasst, damit es auch benutzbar ist, weil die Sims müssen daran ja arbeiten. Und entsprechend wollte ich natürlich auch, dass das hier komplett drin sitzen kann, dass das keine Probleme gibt. Ich habe auch getestet, die Objekte sind alle benutzbar, die man benutzen muss. Das sollte also keine Probleme geben, ihr solltet hier drin spielen können. Ich wüsste auch nicht, warum irgendwas nicht funktioniert. Ich habe ja auch schon mal eine Feuerwache gebaut, die benutze ich auch aktuell in meinem Moonlight-Let's Play und auch die funktioniert problemlos. Sollte also tatsächlich alles kein Problem sein, damit zu spielen. Ich habe jetzt halt nicht in der Weite getestet, dass ich irgendwie einen Arbeitstag da bei der Feuerwache gespielt habe, aber wie gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Wenn doch, wenn ihr das Grundstück runterladet und merkt so, oh, das funktioniert irgendwie doch nicht, dann sagt mir Bescheid. Das wäre dann ziemlich kacke, aber dann würde ich einfach gucken, woran es liegt und da vielleicht was machen. Und wie gesagt, die Amimi-Inseln, falls ihr die noch nicht kennt, die hat Amimi gebaut.
Und da habe ich, wie gesagt, heute auch schon ein weiteres Grundstück gebaut. Aber ich werde euch auf jeden Fall die Videos zu der Welt verlinken von ihr, wo ihr dann auch den Download-Link findet und so weiter, falls ihr in der Welt spielen wollt, weil die Welt ist echt richtig schön geworden. Ja, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß darin zu bauen. Und das wird bestimmt auch nicht das letzte Grundstück sein, was ich hier in der Welt gebaut habe. Ja, und hier seht ihr, habe ich dann auch so ein bisschen Probleme gehabt. So, was mache ich jetzt mit dem Dach für diesen Garagenpart? Das war echt eine große Herausforderung, weil einerseits wollte ich ja eben, dass es aussieht wie eine Feuerwache. Andererseits wollte ich aber auch, dass es sich in diesen Inselstil einpasst, denn wir sind halt, ne, wie gesagt, auf tropischen Inseln und die haben halt auch einen gewissen Stil durch die Grundstücke, die bisher schon draufstehen, und ich wollte, dass das irgendwie stimmig aussieht, dass die Feuerwache nicht total fehl am Platz aussieht, super modernes oder super runtergekommen, was beides nicht wirklich zu dieser Welt passen würde und auch nicht zu dieser Insel, weil die Inseln sind teilweise unterschiedlich, aber das ist jetzt keine von den super modernen Inseln oder es ist nicht die super moderne Insel, deswegen wollte ich da auf jeden Fall ja, den entsprechenden Stil auch hinbekommen und ja, deswegen habe ich da so ein bisschen Probleme gehabt. Tatsächlich ist am Ende doch so ein bisschen scheunenmäßig vom Dach her, aber nicht ganz so schlimm, wie es eben noch kurz aussah. Deswegen denke ich mal, ist das einigermaßen in Ordnung. Also ich finde, das fügt sich ganz gut zusammen. Vielleicht war das ja aus irgendeinem Grund auch noch eine andere Scheune oder vielleicht war das ja so ein altes Lagerhaus oder sowas, dass das eher so eine Art Hafen vorher war und mit so einem alten Lagerhaus. Und ich kann mir bei einem Lagerhaus schon auch vorstellen, dass das vielleicht so diese Form hat. Und dann wurde das eben zu einer Feuerwache umgestaltet. Das wäre natürlich eine plausible Idee dafür, wieso das jetzt so aussieht, wieso die Feuerwache so aussieht. Ja, und dann hier seht ihr eben, wir haben einerseits den Turm und dann noch die Garage und der Mittelteil verbindet die beiden so ein bisschen und habe versucht, dass halt wirklich wie ein zusammengehöriges Gebäude aussieht. Und ich finde, das sieht es am Ende auf jeden Fall auch aus. Dadurch, dass wir auch so verbindende Gestaltungselemente haben und so. Und ich hätte eigentlich am liebsten auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gearbeitet, weil wir haben halt hier diese große Klippe, die sehr weit nach unten geht. Und ich habe tatsächlich gar nicht so viel mit ihr gearbeitet. Hätte ich tatsächlich gern mehr gemacht. Aber es hat sich irgendwie nicht angeboten von der Feuerwache. Und vor allem, weil ich auch nicht noch mehr Platz brauchte, um ehrlich zu sein. Also ich habe so schon Probleme gehabt, den irgendwie zu füllen. Und ja, deswegen hätte ich da natürlich irgendwie das noch ein bisschen besser nutzen können, dann wäre das auch ganz cool gewesen. So habe ich hier eben hauptsächlich ein Stelzenfundament verwendet, wie ihr sehen könnt. Und wenn man nicht möchte, dass das Stelzenfundament vom normalen Fundament quasi die Wand irgendwie so komisch abschneidet mit so komischen Grafikglitches, dann sollte man so ein Kästchen Platz lassen zwischen dem Stelzenfundament und dem normalen Fundament. Dann sind nämlich beide vollständig, nichts wird irgendwo abgeschnitten, das sieht trotzdem gut aus. Nur so als Tipp für euch, falls ihr auch gern mit gemischten Fundamenten auf einem Grundstück arbeitet, dann ist das eigentlich immer ganz gut, weil ich finde, das sieht immer sehr unangenehm aus, wenn da diese komischen Glitches drin sind. Und hier bei der Garage habe ich dann eben damit gearbeitet, diese, ja, wie so einzelne, ja, auch wieder wie einzelne Fundamentstücke zu haben, die halt eben so einen Support bieten und der Rest ist dann eben so, ja, Gelände, was eigentlich auch sich ganz gut einfügt und das Ganze auch ein bisschen natürlicher aussehen lässt, dass nicht alles nur so fest gebaut ist, sondern da teilweise halt eben auch das Gelände, die Felsen, was auch immer mitgenutzt wurden, um das hier zu formen. Finde ich ganz gut. Aber wir nutzen noch den unteren Teil und zwar mit einer kleinen Treppe, die ich glaube ich gleich bauen werde. Ich bin mir nicht sicher. Naja, okay, doch nicht, aber bald wahrscheinlich. Da gibt es nämlich eine kleine Treppe, die zum Steg runterführt und der Steg ist gedacht für, ja, den Wasserweg, wenn man das einfach so einfach sagen möchte. Natürlich nutzen die Feuerwehrleute die Boote nicht wirklich, aber eigentlich ist es viel realistischer, wenn man gerade hier auf diesen Inseln, wo es auch teilweise wirklich Inseln gibt, die
Die halt eben nicht zum Rest des Landes oder des Landbereiches verbunden sind, die halt wirklich nur eine Insel sind, ohne Brücken oder sowas, dann ist das natürlich ungünstig, wenn da ein Feuer ist und dann kommt die Feuerwehr mit dem Auto nicht hin. Deswegen habe ich da halt eben noch Boote hinzugefügt, dass theoretisch die Feuerwehr-Sims da auch hinfahren können, aber werden sie halt praktisch nicht machen, weil das an Sims halt nicht so ist. Beziehungsweise sie werden dann wahrscheinlich irgendwie so ein Taxi nehmen, keine Ahnung, oder teleportieren, ich weiß es nicht. Aber ja, dafür sind auf jeden Fall dann die Boote da und die Bootsanlegestelle, die es da unten dann geben wird. Also insofern habe ich doch so ein bisschen die Klippe genutzt, beziehungsweise halt die Wasseranbindung. Also ich wollte auf jeden Fall, dass die Feuerwache am Wasser steht, halt eben um genau das zu gewährleisten. Was ein bisschen albern klingt, aber es war mir wichtig, okay. Und ja, deswegen haben wir das da auf jeden Fall. Und den Turm mache ich hier nochmal eine Etage höher, weil man dann das noch ein bisschen besser sehen kann. Ich finde, das sieht dann auch einfach an sich besser aus. Also es ist nicht nur irgendwie, naja, realistischer, dass man noch mehr sehen kann, sondern gibt auch eine viel bessere Balance für das Grundstück. Dadurch, dass halt eben auch das Garagending sie schon so hoch ist. Das war dann fast so hoch wie der Turm. Und so hat das jetzt nochmal seine eigene Höhe, steht nochmal mehr als Wachturm heraus. Das finde ich ganz gut. Und der ist auch nochmal ein richtiges Highlight im Grundstück, weil ich den ja sehr auffällig gestaltet habe. Damit man ihn auch von Weitem sehen kann, damit man von Weitem weiß, aha, hier ist eine Feuerwache. Und hier seht ihr jetzt die Treppen, die nach unten gehen, die halt eben zum Steg nach unten führen. Auch wahrscheinlich hauptsächlich dekorativ, weil wirklich braucht man die ja nicht, aber geben auf jeden Fall nochmal ein schönes Detail zu dem Grundstück hier, was ich ganz gut finde. Und ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das alles zu gestalten. Und wie euch sicherlich schon aufgefallen sein wird, dieses Hausbauvideo hier ist zweiteilig. Das heißt, wir haben den einen Teil jetzt und dann 16 Uhr kommt der zweite Teil, weil ich sehr lange gebraucht habe für dieses Hausbauvideo oder für dieses Grundstück und dementsprechend das halt ein bisschen länger gebraucht hat und ich das nicht in ein Video packen konnte. Und alle Leute, die dieses Grundstück natürlich auch verwenden möchten auf den Amimi-Inseln, denen sei gesagt, dass das hier auf Grundstück 16 platziert oder gebaut wurde, also ihr es dann auch dort platzieren solltet, damit das da passt. Das ist halt eben, naja, dieses große Klippengrundstück. Ich denke mal, wenn man einmal Grundstück 16 gefunden hat, dann wird man sehen, dass es auch das Richtige ist, weil es halt diese riesige Klippe hat. Da sind auch gar nicht so viele andere Grundstücke auf der Insel. Da ist zum einen der Leuchtturm, dann Familie Saumon lebt da. Und ich glaube, es sind dann eh nur noch zwei, drei weitere Grundstücke auf der Insel. Also eine relativ ruhige Insel, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn hier der Feueralarm losgeht, wenn hier ein Einsatz kommt, dann werden nicht ganz so viele Nachbarn aufgeschreckt. Und Familie Saumon lebt zum Beispiel auf der anderen Seite der Insel, da ist das vielleicht auch nicht ganz so laut. Das ist also, denke ich mal, ganz gut. Und ja, hier versuche ich so ein bisschen organischer diese Klippe einzufügen, das so ein bisschen besser aussehen zu lassen. Dann hier auch wieder den Strand irgendwie einzufügen, damit das alles natürlich auch, ja, natürlich aussieht. Damit das aussieht, als würde das ja alles Sinn machen, dass da nicht einfach jemand massive Blöcke an Fundament eingefügt hat, sondern dass alles irgendwie, ja, sinnvoll aussieht. Und deswegen habe ich hier zum Beispiel auch diese ganzen Bodenplatten platziert, damit ich hier problemlos das Gelände verändern kann, ohne dass halt eben diese geraden Ebenen verändert werden. Das ist auch immer ganz gut, wenn man irgendwie möchte, dass ein Stück des Geländes gerade bleibt, dann legt man einfach Bodenplatten drauf. Zumindest wenn man kein Constraint for Elevation nutzt, dann bleiben die nämlich gerade. Die werden davon nicht beeinflusst, das ist immer ganz gut. Und wir teilen diesen Hausbau auch irgendwie relativ mittendrin. Also es gab keinen wirklich guten Punkt, das Video zu teilen, beziehungsweise ohne, dass die beiden Videos sehr ungleichmäßig sind. So haben wir zwei etwa halbstündige Videos, was sehr, sehr angenehm ist für euch, denke ich mal. Aber ja, teilen das
irgendwo mittendrin auf, weil ich da auch sehr chaotisch immer hin und her gearbeitet habe, wie ihr auch noch sehen werdet. Noch sind wir hauptsächlich am Hausbau, aber wenn es dann so anfängt ans Einrichten, da springe ich immer wieder hin und her und der Außenbereich braucht auf jeden Fall noch einiges an Änderung. Und ja, dementsprechend war das nicht so einfach, da so einen wirklichen Schnittpunkt zu finden. Deswegen habe ich tatsächlich einfach nach der Hälfte geschnitten, was ich ganz okay finde. Aber nur, dass ihr euch nicht wundert. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, wir werden im ersten Teil mit der Außengestaltung fertig und im zweiten Teil nur einrichten, sondern wir werden beides in beiden Teilen machen. Aber natürlich, der Großteil der Außengestaltung findet in diesem Part hier statt. Und hier seht ihr jetzt, wie das so leuchtende Rot an diesen Wachturm kommt, auch wenn er später noch mal ein kleines bisschen verändert wird. Ist dann nicht mehr so ein Kirschrot, sondern mehr so ein Orangerot, was meiner Meinung nach besser aussieht, auch für die Insel an sich. Genau, hier kommt jetzt das Orangerot. Das finde ich irgendwie angenehmer. Und den Rest, also gerade eben hier diesen unteren Bereich mit den großen Fundamenten, den habe ich versucht relativ dezent zu gestalten. Wir haben halt zum einen diesen Stein, diesen relativ natürlich aussehenden Stein. Den habe ich verwendet, damit der, also weil der halt auch nicht so auffällig ist. Und dann habe ich hier gedacht, so hey, nochmal leuchtendes Rot. Aber das habe ich dann später auch wieder geändert, weil auch das wieder viel zu aufwendig war. Also ich habe hier halt wirklich versucht, mit so ein bisschen unauffälligeren Farben zu arbeiten im unteren Bereich, weil das doch sehr massiv ist. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier nicht überall Stelzenfundamente hingemacht habe, ich wollte tatsächlich schon den Mix aus den normalen Fundamenten und den Stelzenfundamenten haben. Und ja, am Ende sieht das auf jeden Fall ganz gut aus, wenn es ein bisschen besser gestaltet ist. Was die Außengestaltung angeht, also ich finde, das war so ein bisschen die größte Herausforderung. Die Gebäudeform an sich war schon schwierig, das Dach für die Garage zu finden, aber die Garage dann auch noch gut einzufärben, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe einiges davon auf jeden Fall auch rausgeschnitten. Aber ja, ich wusste halt echt nicht, was ich damit machen sollte. Es ist ein bisschen eigenartiges Grundstück auf jeden Fall. Und dann auch noch mit dem Rot, das ich hier anfangs hatte, war das alles sehr schwierig irgendwie zusammenzufügen. Und dann hatten wir ja auch noch diese Wandstücke im vorderen Bereich, die da halt so ein bisschen schräg waren. Und wenn man da nicht das richtige oder die richtige Wandbemalung hinmacht, dann sieht das auch super eigenartig aus. Also war schon sehr schwierig hier ja, die richtige Gestaltung zu finden. Und die finale Gestaltung wird auch erst im zweiten Teil da sein, aber wir machen das auf jeden Fall wesentlich dezenter, als es jetzt aussieht. Also es sieht viel zu knallig und bunt aktuell aus. Die Amimi-Inseln sind an sich auch sehr bunt, aber tatsächlich finde ich für diesen Garagenteil war eine bunte Gestaltung viel zu viel. Das hätte das viel zu groß und sperrig gemacht, noch sperriger, als es jetzt schon ist. Und das ist meiner Meinung nach nicht das Richtige für diesen Gebäudeteil. Der sollte dann schon so klein und unauffällig wie nur möglich sein, auch wenn das relativ unmöglich wirkt. Genau, deswegen habe ich da dann eher mit dezenten Farben gearbeitet, mit einer dezenten Gestaltung. Und hier zum Beispiel die Steinsäulen werden jetzt auch dezenter, weil das auch so viel besser aussieht. Also man merkt direkt den Unterschied, das fühlt sich viel organischer und viel besser an, als jetzt eben noch mit diesem Rot. Genau, und ja, der Rest des Gebäudes, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Der ist auch nicht ganz so sperrig. Und wir haben natürlich ja auch für ein paar Fenster gesorgt in dem Turm. In dem Turm haben wir drei Etagen. Ganz unten haben wir das Badezimmer und die Duschen, also Toiletten und Duschen. Dann darüber sind die Schlafräume, die auch extra nochmal abgetrennt sind, damit man da halt möglichst viel Ruhe hat, weil die Feuerwehr-Sims, wenn sie halt irgendwie müde sind, da vielleicht auch ein bisschen schlafen wollen während ihrer Schicht. Und nochmal darüber haben wir dann den Gemeinschaftsraum, wo man mal halt eben sich ein bisschen beschäftigen kann mit Fernsehen und Tischfußball. Und im Nachhinein denke ich mir so, ist das vielleicht ganz gut, das so dazwischen zu haben, zwischen dem Badezimmer und dem Gemeinschaftsraum. Aber ich wollte den Schlafraum auch nicht so weit oben hinsetzen, weil dann müsste man da so weit hingehen. Und ich wollte auch so, so gerne diese Rutschen, diese Feuerwehrstangen, besser gesagt, hier einfügen, weil, naja,
Erstmal haben wir einen Turm, wo man da richtig cool runterrutschen könnte. Und zum anderen ist natürlich platzsparender. Problem an denen ist nur, dass man da halt nicht hochkommt. Also die kann man halt nur zum Runterrutschen nutzen. Und dadurch, dass wir eh schon wenig Platz in dem Turm haben, wäre das nur noch eine weitere Platzverschwendung gewesen. Dann kann man auch einfach die Treppen runterrutschen. Wisst ihr? So, deswegen habe ich das halt eher nicht gemacht. Hätte die auf jeden Fall sehr, sehr gerne genutzt, weil hätte sich ja super angeboten dafür. Aber ja. Einfach platzmäßig war das nicht sonderlich nützlich, deswegen habe ich das dann leider gelassen, aber fand es super schade, weil ja, ich will diese Feuerwehr-Dingsies einfach mal nutzen, die sind viel zu cool, um sie nicht zu nutzen. Ja, und ich mag auch hier diesen Bereich vorne, vor der Eingangstür, was wir hier gerade noch ein bisschen ausbauen mit dem Podest und wo dann später noch ein bisschen mehr gestaltet wird. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich finde, das bringt auf jeden Fall den Inselstil noch mehr in dieses Grundstück rein. Und generell habe ich halt versucht, noch so ein bisschen Farben reinzubringen, gerade auch am Ende, ein bisschen mit der Gestaltung der Möbel. Aber die vorherrschende Farbe für dieses Grundstück ist tatsächlich Rot. Und dann habe ich so als Kontrast noch so einen Grünton mit reingebracht, gerade eben auch hier überall bei den Zäunen. Ich habe auch noch gar nicht erzählt, das Grundstück ist 46 x 64 Kästchen groß, eine sehr interessante Grundstücksgröße auf jeden Fall und auch nicht wirklich in einer anderen Welt auffindbar. Und auch durch diese große Klippe, die das Grundstück hat, wird es wahrscheinlich eher schwierig sein, das in anderen Welten zu platzieren. Das heißt, ihr könnt natürlich versuchen, das auf ein anderes Grundstück zu platzieren, als hier auf Grundstück 16 auf den Amimi-Inseln, aber würde es euch eher nicht empfehlen. Also wenn es da nicht klappt, bin ich nicht überrascht, weil das doch ein sehr, sehr ungewöhnliches Grundstück ist, also eine ungewöhnliche Grundstücksgröße und Form. Und deswegen kann ich euch nicht versprechen, dass das irgendwo anders nutzbar ist. Ich werde aber auch wieder Grundstücke bauen, die an mehr Orten platzierbar sind. Aber kann ich ja nicht nur machen, ich möchte auch für so coole Welten wie diese hier Häuser bauen und dann passiert das halt. Also ja, nicht jedes Grundstück ist halt für jeden herunterladbar. Aber wie gesagt, wenn ihr mit den Amimi-Inseln spielen möchtet, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, ein ganz nützliches Grundstück. Und man kann ja auch mit dem Fahrrad herfahren und hat dann hier so ein paar Fahrradständer, was ich ganz gut finde, gerade weil in den Inseln, denke ich mal, auch viel auf Autos verzichtet wird. Da ist das hier ein ganz guter Anlaufpunkt für die ganzen fahrradfahrenden Feuerwehr-Sims. Ja, und genau, hier sind wir nochmal daran, die Garage zu gestalten. Ich war die ganze Zeit nicht zufrieden damit. Mit dem, wie es am Ende aussieht, bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden. Aber ja, das hat eine ganze Weile gedauert, an diesen Punkt zu kommen quasi. Und wir haben uns dann tatsächlich auch dafür entschieden, hier so diese Details an den Seiten der einzelnen Wände zu nehmen, aber eben nicht aus Stein wie eben, sondern aus Holz, wie ich das ja auch an einer anderen Stelle habe. Da haben wir ja diese horizontalen Holzverkleidungen mit diesen vertikalen Holzbrettern an der Seite und das haben wir dann hier auch verwendet. Das fügt die beiden Gebäudeelemente sehr gut zusammen und ist trotzdem noch dezent genug. Genau, deswegen das nutzen wir dann, aber das sehen wir dann erst im zweiten Teil, weil ich das, wie gesagt, dafür ein bisschen länger gebraucht habe. Ja. Ich habe auch versucht, das Dach tatsächlich ein bisschen schlichter zu halten. Also es hat hier so einen relativ dezenten Grau-Grün-Ton, der sich meiner Meinung nach gut einfügt mit dem Rot und da sich halt nicht zu sehr beißt mit dieser doch sehr knalligen Farbe. Das war mir wichtig, weil wir auch ziemlich viel Buntes drumherum haben. Und deswegen dachte ich, mir kann das Dach doch mal ein bisschen dezenter sein. Ich wollte auch kein Strohdach nehmen. Ich fand das sehr irgendwie auch nicht gut aus für das Grundstück. Aber das hier fand ich eigentlich ganz passend. Aber ich denke im Nachhinein, vielleicht hätte man auch noch ein buntes Dach nehmen können. So irgendwie dieses knallige blau-grüne Dach wäre vielleicht auch ganz cool gewesen. Keine Ahnung. Bin aber mit diesem Dach hier auf jeden Fall sehr zufrieden. Und auch die Fenster sind größtenteils sehr groß gehalten. Wir haben ja natürlich auch einen wunderschönen Blick aufs Meer. Das muss auch cool sein, mit diesem Blick dann immer zu arbeiten, so an dem Feuerwehrauto zu arbeiten und dann immer den Blick aufs Meer zu haben. Und habe auf jeden Fall versucht, dass hier alles schön lichtdurchflutet ist, denn wenn man schon so ein schönes paradiesisches Licht hat, dann möchte man das natürlich auch überall in seinem
Arbeitsplatz wiederfinden, dann macht das bestimmt auch direkt mehr Spaß zu arbeiten. Das ist eigentlich auch ganz cool. Und ja, ich mag auch die Garage von ihrem Aufbau her sehr gern, so 2 Etagen groß. Und dann haben wir auch noch diesen Gang drumherum um das Feuerwehrauto. Das sehen wir vor allem im zweiten Teil noch ein bisschen mehr, wenn das auch noch mehr gestaltet wird. Finde ich irgendwie ganz cool, so einen Gang drumherum zu haben. Ist auch komplett nutzbar, das war mir sehr wichtig. Und ja, hier kommt zum Beispiel noch eine Steinwand hin, weil ich fand das irgendwie zu simpel, wie es vorher war. Und ja, ihr seht, es war alles sehr schwierig, es war eine große Herausforderung. ich dachte mir auch die ganze Zeit so, oh, das wird doch nichts, das kann doch nicht gut aussehen. Aber wie gesagt, mit dem finalen, der finalen Art und Weise, wie es aussieht, bin ich eigentlich doch ganz zufrieden. Und ja, wie gesagt, ich habe hier immer wieder versucht, Farben reinzubringen, aber gerade bei der Außengestaltung war das ziemlich schwierig, noch mehr Farben reinzubringen. Das war mir tatsächlich zu viel. Ich weiß, ich bin immer ein Fan von sehr vielen verschiedenen bunten Farben, aber hier an der Stelle fand ich es schwierig, weil das Grundstück an sich ja auch so im Gesamten wirken sollte und nicht nur so, ja, viele Elemente zusammenbringen, sondern es sollte halt wirklich so eine gesamte Feuerwache darstellen. Und ja, da wollte ich halt irgendwie schon, dass es irgendwie zusammenpasst. Ich habe hier auch versucht, fast nur Sachen aus Erweiterungspacks zu verwenden. Ich habe auch ein paar Dinge aus Into the Future verwendet, auch wenn ich weiß, dass die Amimi-Inseln ohne Into the Future gestaltet wurden. Aber es gab so 2, 3 Objekte, die ich da halt verwenden wollte, aber die kann man ganz einfach austauschen. Das ist also nichts wirklich Wichtiges, waren nur Dinge, die für mich ästhetisch irgendwie da passender waren. Aber prinzipiell kann man das natürlich gestalten, wie man möchte, aber ich habe auf Store-Objekte versucht zu verzichten. Ich glaube auch außer an 1, 2 Stellen. Ach ja, genau, ich habe so Duschen verwendet, die halt, naja, besser aussahen, bessere Gemeinschaftsduschen waren, als die wir halt sonst haben. Aber ansonsten, wie gesagt, versucht darauf zu verzichten, damit doch möglichst viele Leute, die mit den Amimi-Inseln spielen wollen, das Grundstück auch problemlos nutzen können. Wie gesagt, vielleicht muss man 2, 3 Objekte verändern, aber das sollte relativ schnell gehen. Genau, und darauf habe ich auf jeden Fall geachtet. Ich weiß auch gar nicht, ob es mehr Objekte mit dem Store gegeben hätte, die ich hätte benutzen können, weil so wirklich auf Feuerwehr ausgelegt ist wenig. Das finde ich immer ein bisschen schade, aber ich weiß auch nicht, was man aus einer Feuerwache noch so wirklich viel machen soll. Aber ja, ich finde, es sieht am Ende doch ganz gut aus und gerade auch mit dem Inselstil kombiniert kann man da schon noch einiges gestalten. Hier seht ihr, jetzt haben wir den Schlafraum mit so ein paar Etagenbetten, wo die Sims halt schlafen können. Ich weiß nicht, so lang sind die Schichten halt eigentlich auch gar nicht in Sims 3, dass man da schlafen muss. Aber man hat hier die Möglichkeit, das ist eigentlich auch ganz gut. Und ja, dann haben wir hier oben halt eben den Gemeinschaftsraum mit Fernseher, Musikanlage, Tischfußball, also doch eher ein lauterer Raum. Deswegen ist der abgesperrt von dem Schlafraum, das wäre sonst ziemlich unangenehm. Und dann haben wir ganz oben halt eben noch den Ausguck, wo aber auch nicht viel zu finden ist eigentlich. Eigentlich kann man da nur hochgehen und durch ein Teleskop schauen, um halt vielleicht auch noch einen besseren Überblick über die Insel zu haben. Und wir sind jetzt aber auch schon so ziemlich am Ende dieses ersten Teils angelangt. Ihr findet den zweiten Teil in der Videobeschreibung, beziehungsweise auf meinem Kanal halt, wenn er draußen ist. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Tschüss!